Machen wir einfach mit der Story weiter. Und gehen in ihr Zimmer. Wir müssen ja noch mal darunter und so weiter. Haben wir noch keine gefunden. Hier ist auch gut versteckt, dass das hier eine ist. Steht doch immerhin da. Ich brauchte eine Bilderstrecke, wo die sind.
Warum bin ich jetzt dumm? Falscher Knopf. Das war die Nummer 27.
glaube, hier ist keiner, aber. Egal. Ich sollte mich nicht auf diese Puppen konzentrieren. Mein Zimmer. Das mit den Puppen mache ich dann im zweiten Run. Sonst verliere ich den Flow. Wenn ich Puppen finde, dann fotografiere ich aber. Ich war hier. Was ist hier mit mir passiert? Ich kann mich nicht einfach nicht erinnern. Ist das mein Tagebuch? Ich bin jetzt schon eine Weile im Krankenhaus. Ich habe Freundinnen in meinem Alter gefunden. Und die Schwestern sind auch sehr nett zu mir. Aber trotzdem bin ich manchmal traurig. Warum setzt du mir eine Maske auf? Warum machst du das gleiche wie Papa? Wenn der Doktor mir diese Musik vorspielt, erinnere ich mich an schreckliche Dinge. Ich will ja gesund werden und mich an erinnern für Mama, aber die Erinnerungen machen mir Angst. Mein Zuhause, die Masken, mein Papa, der Rücken von Papa, er dreht sich um und der Rest ist nicht zu entziffern. Musik, es klingt so, als käme aus einer Spieluhr. Eine Kassette mit einer Aufnahme eines Patientengesprächs. お姉ちゃんと同じなの?言ってたよ。同じだって。そうか。そうだね。大丈夫。何も心配することはないよ。うん。一緒にいれば私みたいにならないって言ってた。ねえ。あれを試してみようか。
分回ってます。どうだい、どんな気分かな。お面をかぶると違う人が入ってくるの分からなくなって眠ってるみたいで、だんだん声がして。それはいつからかな。昨日かな。分からない。お面、いろんなものになるってお父さんが言ってた。でもお父さんも違う人、違う人になったの分かるもん。そうか。お家に帰れる？もうすぐだよ。お父さんも治るの？すぐに良くなる。お母さんにもすぐ会える。お父さんにも。Wie von vorhin, funktioniert das Spiel etwa noch? Hier fehlt ein Zahnrad, aber wie konnte sie dann vorhin Türlich. Etwas ist auf dem Foto zu sehen. Dort etwa das fehlende Zahnrad? Ich kenne diesen Raum. Du kennst diesen Raum? Na, okay. Wenn du diesen Raum kennst, könntest du mir mal bitte verraten, wo? Ich glaube, ein paar Geister werden uns jetzt den Weg verraten. Okay. つけるの。
Das ist ein guter falscher Knopf. Text. Okay. Die Aufladezeit der Kamera verringern. Ja, hier müssen wir auch 30 erstmal sammeln. Damit wir das erhöhen, weil das brauchen wir. Und das auf höchster Stufe mittlerweile. Gib mir 30. Und warum nervt mich der Doktor wieder? Zahnrad aus der Wiege passt genau in die Spieluhr. Spielt nichts, das Zahnrad gehört wohl an einer anderen Stelle. Spielo hat begonnen zu spielen. Diese Melodie, ich kenne sie von irgendwoher. Wenn ich sie auf dem Klavier spiele, erinnere ich mich vielleicht. Warte mal, was? Wir müssen schon wieder so. Ah. Wir haben ein extra Klavier hier. Müsste in etwa so klingen. Ich kenne dieses Lied, ich habe es schon mal irgendwo gehört.
ist das für ein Ort? Er wirkt irgendwie sehr vertraut. Das ist Mamas. Ich habe Ruka im Garten stehen sehen, im Mondschein. Sie wusste nicht, wer ich bin, als ich sie umarmte. Sie murmelte nur unverständliche Dinge mit einem ausdruckslosen Gesicht. Ruka fürchtet sich vor Spiegeln. Ich muss mit Dr. Haibara reden, bevor sie knospt. Wenn sich der Doktor sie nicht sch so schnell wie möglich ansieht, ist es vielleicht zu spät. Eigentlich wollte ich es ja Ruka geben, aber ich werde es noch eine Weile behalten. Ich warte, bis es ihr besser geht und sie mir wieder ein Lächeln schenkt. Er hat Ruka Masken aufgesetzt. Vor dem Altar hat er ihr verschiedene Masken aufgesetzt. Das ist der Grund, warum sie krank geworden ist? Er hat sich verändert. Er verbringt jeden Tag mehr Zeit an seiner Arbeitsstätte. Und jedes Mal, wenn er von der Arbeit zurückkommt, strömt eine unbeschreibliche Aura von ihm aus. Ich habe das Gefühl, die Schatten in seinen Augen sind dunkler geworden. Aber das seltsame Funkeln in ihrem Innern wird von Tag zu Tag greller. Seine hastigen und überlegten Äußerungen verraten seine Ungeduld. Aber er will partout nicht erzählen, was er hinterherjagt. Aber was immer es ist offenkundig, dass er bereit ist, alles dafür zu opfern. Es treibt ihn an. Wann immer ich darüber nachdenke, gerät mein Herz, das ihm vertrauen will, ins Wanken. Wenn Soja diese Arbeit beendet hat, wird er dann zu mir zurückkehren? Er wird nicht zurückkommen. Solche Gedanken gehen mir durch den Sinn. Er ist so anders als der Soja, den ich kenne. Ich muss Ruka von ihm fernhalten. Auf jeden Fall noch weiter. Dem Altar ist eine Maske dargeboten, deren Oberfläche abblättert. Auf beiden Seiten der Masken sind Ahnen-Täfelchen aufgestellt. Mondsüchtiges Mädchen.
Foto von Papa. また忘れて。Nicht unterm Bett gucken. Das ist mein Tagebuch. Morgen ist das Fest, dazu setz dich eine Maske auf und schaue mir den Tanz an. Ich freue mich schon darauf, mit allen auf das Fest zu gehen. Aber vielleicht vergesse ich wieder Sachen, wenn ich die Maske aufsetze. Wegen dieser Krankheit verschwinden meine Erinnerungen. Wegen mir verschwinden Leute, die ich nicht treffen kann. Oder die gestorben sind aus meinen Erinnerungen. Papa verschwindet. Wenn ich versuche, mich an ihn zu erinnern, kriege ich Angst. Aber wenn ich mich nicht an ihn erinnere, verschwindet er. Der Papa in mir drin wird sterben. Ich habe Angst. Erinnern macht mir Angst, aber bitte geh nicht fort. Der Schachtel ist eine Maske. Der Wahnsinn, der Maske flammt ganz schwach eine Erinnerung auf. Tag des Festes. Nein, der Tag, an dem ich meinen Atem, als ich fortgebracht wurde, was haben sie mit mir gemacht? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Das ist ein kleiner Schlüssel. Ich passe den noch irgendwo in eine Schublade.
solche kann man also verpassen. Interessant. Visionen führen mein Pinsel, schwarz und still. Ich bin nicht da, niemand ist da, nichts ist da. Meine Erinnerungen werden ausgeschwärzt und das daraus resultierende Schwarz wird immer und immer wieder neu schwarz übermalt. Aber die Visionen kommen nur aus absoluter Dunkelheit hervorgestiegen. Ich verbrenne meine Erinnerungen im Austausch gegen die Visionen. Die Visionen sind grell wie ein Kaleidoskop und verändern sich immerzu. Indem ich diese Momente fixiere, wird meine Dunkelheit von einem Licht durchbrochen. Komm, 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 komm! Bestimmt nicht. Ja, erstmal speichern. Bin Geist aufgetaucht. Vielleicht muss ich hier lang. Vorher noch nicht da. Die Klinik ist von einer bedrückenden Atmosphäre erfüllt. Personal, das tödlich verunglückt. Patienten, die verschwinden. Plötzlich häufen sich die Unglücksfälle. Seit diesem Tag ist das Verhalten der Patienten noch seltsamer geworden. Die Schwestern und Ärzte halten dieser bedrückenden Atmosphäre nicht mehr stand. Seit sie gestorben ist, bin ich für Schwester Tono eingesprungen. Ich kümmere mich um den dritten Stock, bis ein Ersatz für sie gefunden wird. Kurz nachdem ich für sie eingesprungen war, erreichte mich die Nachricht, dass eine der Patientinnen die Klinik verlässt. Eines der Mädchen, die verschwunden waren, als ich ihr Zimmer aufgeräumt habe, fand ich das Tagebuch ihrer Mutter. Die beiden verlassen anscheinend die Insel, also wird sie wohl nicht mehr kommen, um es abzuholen. Auch wenn sie schlimme Erinnerungen an diese Insel haben, so ist sie doch ihre Heimat. Vielleicht kommen sie eines Tages wieder hierher zurück. Solange werde ich es sorgfältig für sie aufbewahren. Oh. Hallo? Klo.